Während bei LMC die Premium-Ausstattungslinie unverändert bleibt, gibt es für die Saison 2018 sechs komplett neu entwickelte Cruiser-Komfortmodelle. Nach oben rundet unter anderem der T742 mit Queensbett das Programm ab. Er ist 7,53 Meter lang und hat innen eine angenehme Stehhöhe von über 2 Metern. Der neue, flache Doppelboden macht ihn deutlich wintertauglicher, aber leider ist dieser nicht von außen zugänglich. Im Küchenbereich gibt es einen Kocher mit solidem Rost, eine ausreichend große Spüle, aber vielleicht ein bisschen wenig Arbeitsfläche. Das Doppelbett misst in der Länge 1,95 Meter, ist aber nur leider 1,32 Meter breit. Das Bad hat eine gute Aufteilung. Auf dem Klo hat man Platz. Und vor dem ausreichend großen Waschbecken kann man gut stehen. Eigenschaften, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, wir aber neuerdings auch schon ganz anders gesehen haben. Geht wahnsinnig schwer. Deine Mutter würde sich ja die Fingernägel abreißen. Ja, nur die an der Seite oder die hier auch? Oh, selbst hier, guck mal da. Das ist schön. Ich krieg's gar nicht auf. Du, das ist schön hier. Warte, ich gucke. Ja, aber schön ist mit der Softclose-Funktion. Guck mal, mach mal den, wenn du musst ja nicht ganz zumachen, dann hat er dieses Soft-Close-Funktion. So viel zur Soft-Close-Funktion. Den unteren mit der Soft-Close-Funktion. Das ist schön. Ja. Das knapp 2 Meter lange und 1,34 Meter breite Hubbett lässt sich in Rekordgeschwindigkeit herunterfahren. Ja, aber kannst doch liegen, ist doch okay. Geht ja nur um da als. Wenn du mal zufällig die Enkelkinder mitnimmst, einfach nur. Dann kannst du da unten aber nicht mehr sitzen. Einfach nur auf den Knopf drücken. Auf welchen Knopf? Nach unten. Okay, danke schön. Gut? Ja. Und wieder hoch. Wieder hoch? Ja. Pass auf die Finger an der Seite auf. Die integrierten nennen sich bei LMC Explorer und diese gibt es als Komfort- und Premium-Version. Wir schauen uns einmal den kleinsten i615 mit 6,36 m und seitlichem Doppelbett und einmal den längeren i735G mit ganz anderem Grundriss und Einzelbetten an. Ich finde ja gar nicht, dass ihr da direkt an, mit dem Bettrost direkt auf der Garage sitzt. Das ist ja sowas von primitiv. Du musst ja oben noch eine Platte einsetzen. Den Stoßdämpfer ausschneiden und dann musst du da eine Platte oben drauf legen. Das ist doch primitiv. Auch wenn das Hubbett vorne etwas erdrückend wirkt, fühlt man sich im Wohnraum mit dem doch sehr eleganten Design ziemlich wohl. Ich finde die Sitze klasse. Die sind ja schön. Ich will auch so Sitze.
Thomas. Die sind ja schön. Dann müsste ja unten die Garage auch beheizt sein, ne? Wenn man das Bett so einfach ohne Platte und alles. Also ich glaube, ich würde mir da noch eine Platte drauf machen rum. Oder? Was ist denn da unten an der Klappe drin? Das finde ich nicht gut. Wenn nach unten durch, dann kommt jede Spinne da oben rein. Da habe ich hier nur Arbeit. Der i735G misst 7,52 Meter und vor allem hat man mit den hier vorhandenen 80 cm breiten Einzelbetten doch deutlich mehr Platz zur Verfügung und auch die Heckgarage gefällt uns bei diesem Modell deutlich besser. Schon beim Betreten durch die breite Aufbautür fühlt man sich nicht beengt und der stufenlose Doppelboden ermöglicht einen problemlosen Zugang zum Wohnraum. So, was ist jetzt an dem anders? Die Küche ist anders. Kannst du mal vergleichen, ob hier auch die Fächer so schwer gehen oder ob das nur zufällig war? Mhm. Auch so. Ja, auch so schwer. Auch so. Und dass der Toiletten- und Duschbereich voneinander getrennt ist, wird den meisten wohl auch besser gefallen. Die einfachen Schrankböden ohne Rüttelkante sind hingegen weniger ansprechend. Die sind Einzelbetten jetzt hier. Bei dem anderen war es seitliches Bett. Soll ich dir mal aufhalten? Nee. Mich nach, ne? Ja. Guck mal. Mann, die ist irgendwo, ja gar nicht. Irgendwo angebrochen oder was? Oh Gott, da denkst du, wenn du da drüber läufst. Ja. Es kann sein, wenn das älter wird, dass es genauso ist. Das ist ja ein Kunststoffteil, das ist ja kein Holz mehr. Aber so macht es einen guten Eindruck. Insgesamt war ich jedenfalls von LMC und dem Wohlfühlambiente im Inneren sehr positiv angetan.